Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hier sind wir. Der Kölner Treff am Freitagabend. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr auf meine Gästerunde. Von rechts wurde ich gerade schon angegrinst nach dem Motto, das wird was heute. Ja, das wird auch was heute. Das kann ich Ihnen versprechen. Mit folgenden Gästen. Ein Mann auf den Spuren seiner selbst. Er deckt das Geheimnis um seinen Vater auf und findet zwei Halbgeschwister. Ich bin sehr gespannt. Der Mann, der das Privatfernsehen mit groß machte, Hans Meiser. Öffentlichkeit stehen wie früher? Gar nicht schwer. Nee? Nein, überhaupt nicht. Weil das war so intensiv. Das war so unglaublich intensiv. Zunächst mal bin ich in ein Loch gefallen. Ich musste keine Manuskripte mehr lesen. Ich wusste gar nicht, was ich tun sollte. Und nee, gar nicht schwer. Wirklich nicht. Darf ich nur einen Satz sagen zu dieser Flugzeuggeschichte? Weil das hat mich ein bisschen verletzt, weil Sie mich da zurechtgestoßen haben. Ich habe Sie verletzt, Hans Meiser, wie kann das passieren? Ja, das tut mir wirklich weh. Nein, ich wollte nur einen Satz noch dazu sagen. Heute müssen sich viele Eltern dafür entschuldigen, dass sie Kinder haben. Und das kann es nicht sein. Also meiner Tochter ist neulich gesagt worden, mal, du bist ja selbst schuld, dass du drei Kinder hast. Wenn man sowas hört, da kriege ich so einen Hals. Und deswegen fand ich diese Bemerkung vorhin richtig. Jetzt können wir weitermachen. Jo, ist in Ordnung. Wobei ich trotzdem natürlich kontern muss jetzt an der Stelle, aber nicht auf die Bemerkung, sondern wenn man Kinder in die Welt setzt, muss man sich auch darum kümmern. Und Sie hatten früher Ihr Schwergewicht ganz klar auf der Arbeit. Also im Gegensatz zu Cordula Stratmann, die gesagt hat... Ja, aber ich glaube, das ist das negative Privileg, was Männer haben. Da ist ja die Frau, die macht das dann. Und das ist eigentlich schade. Also eine Gleichberechtigung in der Aufteilung der Kindererziehung gibt es eigentlich in den seltensten, also wie bei Ihnen, das ist klasse. Das gab es bei uns nicht, weil es ging gar nicht. Ja, das ist ich aber hätte ja eine Familientherapeutin gebraucht. Nein, aber das ist aber nicht. Ja nicht eine Einrichtung, die es so gibt und nicht anders, sondern die Menschen entscheiden sich ja und auch die Väter entscheiden sich ja, so oder so Vater zu sein. Die Mütter entscheiden sich ja auch, so oder so Mütter zu sein. Und also ist, Gott sei Dank entwickelt es sich ja so, dass die Väter sich mittlerweile mehr dafür interessieren, dass sie eine Elternschaft übernommen haben. Ja, ich habe ja auch einen Kinderwagen. Ich habe nie eine volle Windel gewechselt, weil ich es nicht konnte. Ich konnte nur nasse Windeln wechseln, aber ich habe ja auch den Kinderwagen geschoben. Ich habe auch Fläschchen warm. Ich habe nicht gestillt, weil dazu hatte ich nie Zeit. Aber ich denke einfach, es ist wirklich schwierig. Sie haben recht. Nur was willst du denn machen, wenn du einen Job hast? Soll ich jetzt Dr. Thoma anrufen? Dann sagt er zu mir, der damalige Chef von RTL, dann bleibst du daheim. Du bleibst einmal daheim, bleibst immer daheim. Das ging nicht anders. Es gab keine andere Chance. Oder also zumindest fiel mir keiner ein. Naja, obwohl Sie selber, der Sie vaterlos aufgewachsen sind, ja sogar mal, ich glaube, in meiner Sendung, in Betrifft war es, in den 90er Jahren gesagt haben, dass Sie wirklich einen Hass haben auf Väter, die sich aus dem Staub machen. Sie meinen das aber konkret auf Väter, die ihre Familie verlassen und sich nicht kümmern, keine Verantwortung übernehmen. In all den Jahren, die Sie ganz viel geschafft haben beim Fernsehen, die Sie unglaublich gearbeitet haben, wer war eigentlich, naja, sagen Sie ja gerade selber, wer war eigentlich für Sie der wichtigste Mensch? Das war schon meine Mutter. Das war eine ganz hervorragende, eine ganz außergewöhnliche Frau. Aber ich bin in dem Sinne nicht vaterlos aufgewachsen. Die Schwester meiner Mutter war verheiratet mit ihrem Mann, ja, das ist sie immer. Und die hatten aber keine Kinder. Und da war der Familienverband so, dass wir eigentlich, meine Schwester und ich, nicht ohne Vater aufgewachsen sind. Zumindest wurde das versucht zu praktizieren. Und wir haben ein tolles Familienleben gehabt, ja. Aber natürlich habe ich nicht den Vater gehabt. Ich kann mich noch erinnern an die letzte Begegnung mit meinem Vater. Da muss ich so, boah, ich bin ein alter Sack, 46 geboren, muss so 53 gewesen sein oder 52. Ich weiß noch, wie er dann sich umdrehte und ging. Aber das hat mir eigentlich, ich habe das so bewusst nie vermisst, diese Vaterschaft. Das kam eigentlich erst viel später. Wenn Sie eben gesagt haben, das fand ich schon erstaunlich, Ihre Mutter war eigentlich doch immer die Person in Ihrem Leben, die wichtigste. Was war sie denn für eine Frau, wenn sie so beeindruckend und so bestimmend für Sie war, im besten Sinne? Tja, was soll ich das, wie soll ich das schildern? Dass die Familie kommt aus Westpreußen, also östlich von Posen, Schneidemühl, nordöstlich, und haben im Krieg alles verloren, jetzt zweimal alles verloren. Erster Weltkrieg, Weltwirtschaftskrise, Zweiter Weltkrieg, die hatten eine kleine Fabrik. Und kam in der Ledertasche hier an und ich fand das immer faszinierend, wenn die erzählt haben, wir sind auf dem Hamburger Bahnhof standen, Hauptbahnhof standen und alles war zerbombt und sie fragen irgendeinen Rotbemützten, wo der Zug noch da und da hingeht und die drehen sich um, die Reisetasche ist weg mit den letzten Papieren. Die hatten gar nichts mehr.
Die mussten ihre Identität quasi neu erfinden. Das ging dann mit Zeugenaussagen und mit wiederbeschafften Papieren. Damals gab es noch kein Internet und keine elektronische Datenverarbeitung, war also ganz schwierig. Und dann sind die nach in den Teutoburger Wald gezogen, auf irgendein kleines Dorf da bei Osnabrück. Und dann habe ich mir immer später überlegt, was muss in diesen Menschen vorgegangen sein, im Kopf, im Körper und in der Seele. Also ich bin August 46 geboren, das heißt, das Spermium traf die Eizelle im November oder so ähnlich. In dieser Zeit sich dazu entscheiden, Kinder in die Welt zu setzen. Vielleicht schlicht Überlebenswille? Natürlich, das ist evolutionsgeschichtlich wahrscheinlich sogar belegbar. 3 Jahre später kam meine Schwester und es war halt eine harte Zeit, es gab keine Arbeit. Und ich kann mich noch an Sachen erinnern, die da passiert sind. Ich war in diesem Dorf noch ein paar Mal dann hinterher gewesen. Wir sind da weggezogen, als ich 5 Jahre alt war. Ich habe ganz basisorientierte Erlebnisse. Ich weiß noch, in welchem Bach ich gespielt habe und dass ich da mit Opa Möller Dämme gebaut habe. Und die Eltern saßen im Wald und haben Bucheckern gesammelt, haben für 1 Liter Bucheckern ein Ei bekommen. Das kann man sich gar nicht vorstellen heute. Aber Ihre Mutter war berufstätig später? Nein, meine Mutter war 1917 ist sie geboren. Und hat ein geniales Abitur hingelegt. Sie hat leider diese Begabung oder diese Intelligenz nicht weitergeben können an mich. Und das muss eine Liebesgeschichte gewesen sein, wie man sie nur aus der Literatur kennt, zwischen ihr und meinem Vater. Und sie hat dann in der Firma, in der Fabrik mitgeholfen. Und mein Vater war Pilot, kam in englische Kriegsgefangenschaft, kam gut genährt aus englischer Kriegsgefangenschaft zurück. Die Engländer haben mehr für ihre Kriegsgefangenen getan als für sich selbst damals. Das muss man einfach mal so sagen. Und er wollte immer wieder fliegen. Und meine Mutter hat gesagt, das wird nichts. Das ist jetzt erstmal, das kannst du vergessen. Daran ist die Ehe auch gescheitert. Ich habe zu Hause 2 Kartons mit Papieren, ich habe die noch nie aufgemacht. Das sind also alles nur Erzählungen. Meine Mutter hat nie ein schlechtes Wort über meinen Vater gesagt. Und warum das fand ich so enorm. Warum machen Sie die Papiere nicht auf? Briefe? Ja, das sind Briefe. Das ist ja ein anderes Leben. Das ist ja nicht mein Leben. Und habe ich das Recht, in diesem Leben zu wühlen? Eigentlich nicht. Also mir fällt das wirklich schwer. Ich habe die zu Hause stehen. Ich sehe die jeden Tag im Büro, diese 2 Kisten. Aber es ist so interessant, weil vor einigen Wochen Peter Schneider hier bei der Schriftsteller, der ja irgendwann die Liebesbriefe seiner Mutter gelesen hat und daraus ein Buch gemacht hat, weil er irgendwann angefangen hat, sich ein Bild vom Leben seiner Mutter zu machen, was über seine Erfahrungen hinausging. Und Sie machen sich ja jetzt auch ein Bild, auch von Ihrem Vater, weil Sie irgendwann angefangen haben, sich doch für diese verdeckte Familiengeschichte zu interessieren. Das ist ein bisschen anders. Also erstmal bedauere ich sehr, und ich kann jedem raten, nicht so etwas zu tun, was ich nicht getan habe. Wir haben nie zu Hause gefragt. Ich weiß nicht warum. Vielleicht weil, ich weiß es nicht. Und als dann, ich bin jetzt der älteste Sack in der Familie Meiser. Und vielleicht denkt man dann anders, ich weiß es nicht. Und als ich anfing, dann so intensiv Fernsehen zu machen, bekam ich dann plötzlich Briefe, danach später auch E-Mails. Und dann kam eine Familie Meiser aus dem Saarland. Und dann kam eine aus Rostock, die hatten ein Autohaus, das fand ich schon ganz interessant. Aber es war nicht die Automarke, die ich fahren wollte. Und die fragten immer, ob sie verwandt seien mit mir. Und das war dann, ja, du müsstest eigentlich mal gucken, wo deine Familie herkommt. Und dann bin ich auf so eine genealogische Seite gegangen. Muss man das erklären, genealogische Seite? Nee. Ich weiß auch nicht, wie man das erklären soll. Also so eine wo man so, ne, so gucken kann, wen gibt es noch, wer war vor dir da. Und habe da was reingeschrieben unter meinem vollen Namen, also unter meinem richtigen Namen. Und dann bekam ich plötzlich eine E-Mail, die fiel mir auf. Unter all den anderen. In der stand? Ja, die waren immer alle gleichlautend. Mein Name ist so und so Meiser. Und könnte es sein, dass wir theoretisch verwandt sind. Mein Vater hieß wie ich, Hans-Joachim Meiser. Und der ist am 5. März 1911 geboren. Ich denke, übrigens an dem gleichen Tag ist meine älteste Enkeltochter auch geboren. Ich denke, hey, das ist die Geschichte von deinem Vater. Und so sind wir zusammengekommen. Das heißt, Sie haben sich erst getraut, sich um all das zu kümmern, danach zu fragen, als Ihre Mutter verstorben war. Ja. Und Sie haben dann auf dem Weg erfahren, das habe ich zumindest in der Vorbereitungsliste gesehen, dass Ihr Vater schon lange, lange tot ist. Also ich war da ein bisschen auch ein Charakterschwein vielleicht. Ich will es so. Also ich hab nie meinen Eltern Vorwurf gemacht, weil es kann nicht sein, dass ich kenne die Verhältnisse nicht. Ich habe nie erlebt, dass sie sich gestritten haben. Ich kenne nur diese eine Szene, wo er sich umgedreht hat und ist gegangen und ich habe ihn nie mehr gesehen. Dann gab es das Gerücht, er wäre in die DDR gegangen. Das konnte ich nie verstehen.
Und dann habe ich angefangen 1970 hauptamtlich, also richtig beim Südwestfunk zu arbeiten. Und damals wurde mir gesagt, pass mal auf, wenn dein Vater das hört und du machst jetzt Karriere und verdienst Millionen, dann kann der kommen und kann abgreifen. Und dann bin ich damals hingegangen zu meinem Chef und habe gesagt, pass mal auf, so und so ist das, ich muss einen anderen Namen haben. Ich habe dann beim Südwestfunk als Jochen Meiser gearbeitet. Also nicht als Hans-Joachim Meiser, als Jochen Meiser. Hochintelligente Änderung des Namens. Und dann bin ich irgendwann nach Luxemburg gegangen. Da gab es auch schon einen Jochen. Dann habe ich mit Frank Elsner gesprochen. Dann hat er gesagt, okay, heißt du Hans Meiser jetzt? Also ich habe eigentlich einen Namen, aber zwei verschiedene Definitionen für diesen Namen. Was ich nicht wusste zu der Zeit, dass mein Vater da schon längst tot war. Der hat dann nach der Trennung von meiner Mutter seine dann neue Frau kennengelernt. Die lebt heute noch, die habe ich auch kennengelernt vor 2 Jahren. Ja, auch eine ganz bemerkenswerte Frau und ist 1960 gestorben. Da war der 49 Jahre alt, mein Vater. Ja. Also ich hätte dieses ganze Theater mit dem Namen gar nicht machen müssen. Also Sie haben sich Ihr Leben lang nicht getraut, mal nachzufragen und fangen dann irgendwann, als Sie schon älter sind, an noch mal zu gucken, was da ist. Erfahren Ihr Eltern, Ihr Vater ist 1960 schon gestorben. Es gibt da noch die Witwe von ihm, die würde ich gerne kennenlernen. Und Ihr Vater hatte noch Kinder. Nein, als, ja. Sie sagen immer Nein als erstes, das ist interessant. Ja. Das ist so unglaublich schwierig, ja. Wenn man jahrelang so einen Job gemacht hat und es plötzlich auf der anderen Seite, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Nein, ja, und also ich habe dann, also es war für mich ein Schock dann, als ich merkte, da stimmen diese Stammdaten stimmen überein. Und dann habe ich das ein bisschen abgeklopft, immer E-Mail-technisch. Ja, der ist auch in Königsberg geboren, mein Vater. Ja, das gleiche Geburtsdatum in Königsberg und so. Das ist ja, und der war Pilot. Also ich meine, noch mehr gibt es ja nicht. Und dann habe ich mit meiner Schwester gesprochen. Und meine Schwester tut sich da ein bisschen schwer mit dieser Geschichte. Die geht da nicht so, die geht da mehr emotional ran. Für mich war das jetzt eine verstandesmäßige Recherche im Grunde genommen. Das glaube ich Ihnen nicht, dass verstandesmäßig war. Sie haben ja jetzt schon feuchte Augen. Nee. Sie sind so, natürlich, wenn Sie es erzählen, sind Sie sehr emotional. Ja, es ist ja eine emotionale Geschichte. Klar, das ist ja nicht, und da erfahre ich irgendwas. Konnten Sie sich noch ein Bild von Ihrem Vater machen? Ja. Sind Sie dem, der so lange tot ist, den Sie nie gekannt haben, sind Sie dem näher gekommen? Ich bin dem näher gekommen, weil meine Mutter immer sagte, wenn irgendwie so Situationen zu Hause waren, sagte, du bist wie dein Vater. Du hast genau die blöden Flausen im Kopf. Das Blöd war nicht böse gemeint. Ja, ja. Die blöden Flausen wie der und du lachst wie der und du sprichst wie der. Ja, so war das. Und dann gibt es den Moment im Zuge dieser Aufdeckung, will ich es mal nennen, und Sie stehen zwei Halbgeschwistern gegenüber oder erst dem einen, dann dem anderen. Ich sag jetzt ja. Nein, ich habe da meine große Tochter, die hat Anouk, pass auf, so und so ist das. Und da sagt sie, das finde ich spannend und so. Wir fahren da mal hin. Und ich habe mich dagegen erst gewehrt mit Händen und Füßen, ich gebe das so. Und dann sind wir da hingefahren. Und dann steht ein Mann vor mir und meine Tochter sagt hinter dem Auto, der sah aus wie du. Und Hartmut Meiser wohnt im Ruhrgebiet. Seine Schwester heißt Karin Meiser. Und wir haben jetzt so einen lockeren Kontakt. Das ist schwierig in diesem hohen biblischen Alter, was wir haben oder was ich habe. Er ist 8 Jahre jünger als ich. Seine Schwester ist dann nochmal 3 Jahre jünger als er. Also ist sie 11 Jahre jünger. Mathe habe ich 5, ist ja egal. Und seine Mutter war da. Und das war hochinteressant. Ich habe über seine Mutter mehr über meinen Vater eigentlich erfahren als über meine Familie. Sie waren ja immer sauer auf Ihren Vater, dass er abgehauen ist. Hat sich das gelegt? Ich weiß nicht, ob man sagen kann, der ist abgehauen. Das kann ich nicht beurteilen. Ich will es nicht beurteilen. Aber für Sie als Kind gab es dieses Bild. Ja, natürlich. Der dreht sich ja, um ja, und natürlich. Geht. Ja, klar, natürlich. Was bedeutet dieses Kennenlernen Ihrer Halbgeschwister, Ihres toten Vaters für Ihr Leben jetzt? Eine gute Frage. Ich habe 2 Geschwister. Aber wir sehen uns nicht oft. Wir haben uns eigentlich einmal nur gesehen. Das war ziemlich intensiv. Da habe ich auch hinterher mehrere Tage lang verdammt schlecht geschlafen. Also man träumt das dann, also, oder man verarbeitet das nachts irgendwie, bin dann schweißgebadet, ich weiß gar nicht warum, aufgewacht. Das belastet einen ja nicht, aber es bewegt einen. Das ist ja vielleicht ein kleiner Unterschied. Und ich müsste ihn eigentlich mal wieder anrufen. Mache ich morgen. Gute Idee. Hans Meiler, vielen Dank. Danke, dass Sie heute hier sind. Zusammen.